Dann. Oh, jetzt mein Sichtfeld ist jetzt größer. Deins auch. Warte mal. Ach so, was? Mein Sichtfeld, ist, Sichtfeld jetzt ist jetzt größer. Ah, das glaube ich gut. Hast du es geändert? Ja. Ist es gut, Leute, oder ist es doof? Ich teste das auch mal kurz. Das kannst du ja eh umändern. Ich hab 90. Ja. Ich habe 80 aber gemacht. 80 ist besser. Ich weiß nicht. Ich finde 70 ist realistischer. Warte nochmal. Anwenden. Nee, ich mache wie immer. Okay. Ich erlaube es dir. Okay, das ist aber lieb von dir. So, wo kann ich dich denn? Kann ich dich irgendwo. Ah, hier. Okay, was nehmen wir? Ich nehme. Du hast Box oder was? Dann nehme ich Buch. Ja, dann was ich habe jetzt noch? Box und EMF genommen. Dann nehme ich Box und Thermo. Buch und Thermo. So, wen haben wir denn hier? Lassen Sie den Geist durch Salz wandern. Wir brauchen EMF-Rieder, Räucherstäbchen. Und der Geist heißt Helen Garcia. Man weiß nicht, ob sie auf einzelne Personen oder Gruppen antwortet. Ja, aber ich finde, dein Mikro hört sich auch irgendwie komisch an bei mir. Ich glaube, das ist einfach. Mein Mikro hört sich. Test. Ist es das Mikro hier? Ja, es hört sich sehr laut und übersteuert an. Aber ich mach's mal ein bisschen runter. So. Dann muss ich mich runterdrehen. Ich will aber nicht runterdrehen. Bei mir ist nichts übersteuert, komischerweise. Ja, deswegen, ich glaube, das liegt auch an Phasmo. Ja. Ja. Wir machen noch mal die Ding an, die. Test! Den Generator! Ja. Heizung. Ja. Heizung an, Heizung. Cam. Guck mal, ich zeig dir mal was. Oh! Ach, verdammt. Ja, ich weiß. Slenderman ist so neblig, ist ne? Hier. Ist es bei dir auch so krass neblig gerade? Ja, und eigentlich und so sieht man hier dunkel hinten Slenderman, aber deswegen, weil es so vernebelt ist, sieht man den nicht. Ist das mit. Oh, Alter. Guck mal, wenn man sich anleuchtet, sieht man sieht gar nichts mehr. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Slenderman, ich weiß. Ach so, ich dachte, ach, das juckt dich also nicht. Den habe ich schon gesehen. Ist das bei dir auch so mega dunkel? Ja, es geht. Alter, das Tor. Spackt das bei dir auch hier gerade ab? Nee. Vielleicht ist der Geist da. Ich mach kurz den Strom an. Strom ist an. Ich hab grad zusammen gesungen, unisono, mit dem Tor. Gut, zeig oder? Mal. Generator ist angemacht, ne? Ja, es wackelt jetzt nicht mehr. Ich hab's. Ach so, schade. Ist das dunkel? Ich frage mich aber die Helligkeit. Hast du die Helligkeit? Wie hell ist denn bei dir das Spiel? Gibt es da irgendwelche Einstellungen für? Ja, geh mal auf Optionen und Video. Was ist denn das für ein Geräusch? Welches denn? Hast du es gerade nicht gehört? Ist das Holzgeräusch? Also bei mir ist es knacken. Video. Helligkeit auf 1,0. Okay, ja, ich hab's jetzt auch mal heller gemacht. Ja. Lol, jetzt sehe ich was! Überhaupt. Ja! Jetzt sehe ich die Zelte! Ach, die hast du gar nicht gesehen, oh mein Gott. Ich hab die kaum gesehen, es ist so dunkel. Ich mache jetzt auch mal lauter, dass ich mal ein bisschen. Ja, jetzt. Okay, jetzt kriege ich, glaube ich, richtig den Schock, wenn es laut wird. Oh, ich höre Wasser, hier. Ja, Wasser! Hier, gib uns ein Zeichen. Er muss hier irgendwo sein. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Schreib in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Was sagt Thermo? Ein Zeichen. So, komm mal. Das ist auch hier. Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Es hat sich angehört, als. Ach, es war ein Reißverschluss. Als ob so jemand. Macht. Ich finde, das ist so, als würdest du irgendeiner Frau. Ins Ohr lecken. Ja, oder als würdest du irgendeiner hotten Frau das Kleid wegreißen. Oh! So wie letztes Wochenende. Ja! Oh! Komm her, du Luna! Und dabei ins Ohr lecken. Genau so. Oh mein Gott, ey. Gib uns ein. Wir haben gerade gleichzeitig oh mein Gott, ey, gesagt. Vielleicht ist er auch gegenüber. Ja, also ich habe hier 12 Grad. Ich weiß nicht, wann das Thermo. Der Gerät.
Der Gerät ist an. Anstieg. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Minus 4. Oh ja. Yeah. Okay, er ist echt hier. Nur er ist hier. Er ist hier. Er ist hier im Gang. Gib uns ein Zeichen. Scheiße. Oh, wer weiß wo, ey. Oh mein Gott. Er ist wirklich Scheiße. Da. Gib uns ein Zeichen. Nee, warte mal. Oh, da hinten. Er hat was gemacht. Hier irgendwo was hingeschmissen, geöffnet. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh je, das wird schwer, den zu finden. Warte kurz, also hier ist er nicht. Ha! Gib uns hier, er ist genau hier. Genug. Schreib in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Ach du Scheiße. Ich leg's mal hier auf den Tisch. Ja. Schreib in das Buch. Okay, ich hol mal Stuff, ja? Ich komm mal mit, ja. Oh mein Gott, ey. War er doch hier schon... Sanity? Komm, wir nehmen schon mal was. Ja. Sanity, with the morning, come with the dawn. Don't know what. Sanity. Sanity. Ich nehme mal. Ey, ich habe kein Stativ mitgenommen. Egal. Oder liegen die jetzt woanders? Ich würde einfach, liegen jetzt hier. Was auch voll gut ist, ansonsten nur durch die Kamera gucken. Da sieht man auch ganz oft was. Ja. Okay. Na dann, let's go. Gefrierbrand. Achso, wir haben Minus gerade übrigens. Ja, stimmt. So. Ich stell mal hier direkt hin. Und dann mache ich mal so den hier. Ist halt ein bisschen sehr viel, ne? Ja. Sehr, sehr großer Bereich. Ja, und er zeigt auch gar nichts, ne? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie sie da draußen steht und uns beobachtet. Wie du da draußen stehst und beobachtest, ob was passiert. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist. Wie mache ich denn Hallo? Bist du hier? Wie mache ich denn das? Sollen wir gehen? Bist du hier? Oh ja, ja, ich höre dich. Er ist hier in dem Zelt. Wir haben EMF, haben wir. Er hat angeschlagen, ne? Ja, im Zelt, im Zelt. Wir haben den EMF-Beweis, haben wir. Holy shit. Holy shit. Komm mal her. Was? Habt ihr das gehört? Jetzt ist es weg. Der hat hier irgendwie gegen das Zelt geklopft. Was? Echt jetzt? Ja, voll warum gruselig. Soll ich weil ich das zeigen wollte. Nee, warum machen wir das hier? Ich gehe weg. wir haben kein Feuerzeug. Gib uns ein Zeichen. Echt? Bist du hier? Kacke. Gib uns ein Zeichen. Warte mal, wir haben auf jeden Fall Gefriertemperatur. Was sagt denn EMF? Nur 2. Kacke, ich hab mich verläufen. Wo steht denn die Kamera? Ist die an? Ja, ah ja. Die ist zu weit weg, glaube ich. Ich guck mal durch. Ich leg mal Salz. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Hast du ein Fotoapparat? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Was war denn das? Schreib in das Buch! Bist du hier? Bist du böse? Ja, nach 60. Sollen wir gehen? Bist du böse? Hey, der klatscht hier doch die ganze Zeit was hinten. Bist du böse? Nee, das haben wir, glaube ich, vergessen, oder? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Also hier sind immer wieder komische Geräusche, als würde jemand was gegen das Zelt... Oh, das Zelt ist gerade... Hast du gehört? Da, ein Zelt! Da. Hörst du das? Ja, da geht die Party ab. 3. Bist du hier? Sollen wir gehen?
Hä? Ich höre doch die ganze Zeit Schritte, oder? Hallo? Lebst du? Ja, aber es war voll knapp. Kannst du mich abholen? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ganz hinten im Haus. Alter, die kroch da gerade noch vorbei, Mann. Holy shit. Hilfe, 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 Hilfe. Hier oben. Oben. Guck mal nach oben. Ich weiß halt nicht, ob sie noch hantelt. Guck nach oben. Oh Gott. Ach du Scheiße. Wir sind gerappt. Ich weiß halt nicht, ob sie noch hantelt. Ich glaube nicht mehr, nee. Sie kroch gerade an mir vorbei. Ach du Scheiße. Sie kroch aber in dieses Bad. Echt? Warte mal, wo ist da, was ist, ja. Was ist denn, Volumetric Light ist der Nebel, ne? Ja. Nee. Doch. Hast du es an? Ich hab's eben F an, ja. Nee, Volumetric Light meine ich. Hä? Wie geht denn das? In den Einstellungen. Das hat, also siehst du den Nebel? Ist es bei dir auch so Ach krass so, nebelig? Ach so, ja, ja. Ich hab so den doll. Nebel auch an, ja. Also okay. Bei mir geht die Party ja, gut, auch richtig ab. Genau. Ich finde das eigentlich geil. War das gerade bei dir? Was? Ja, ja, das war ich. Das war ich. Okay. Und sag Bescheid, wenn du einen Knochen siehst, ne? Ja. Okay. Gruselig. Voll. Sollen wir nochmal Sanity nehmen, oder? Sanity! When the morning, when the morning comes in the dark of my sanity! Squimbly! Sie ist durch Salz gelaufen. Okay, also ist sie auf jeden Fall hier. Aber warum war sie dann im Zelt? Gib uns ein Zeichen. Warum ist das Tor offen? Warum ist denn das Tor hier offen? Boah, nicht, dass sie da reingelaufen ist. Hat sie vielleicht doch nicht gehuntet? Doch, naja, doch, aber doch, wenn, doch. Wenn sie huntet, geht es doch zu. Die hat gehuntet, die Olle. Aber wenn... Du hattest voll wenig Sanity gerade. Ja. Das habe ich öfter. Oh <nein. lacht> aber warte mal kurz. Wenn sie huntet, dann machen die doch die Türen zu. Vielleicht, ja, vielleicht war sie nicht in der Nähe oder du kannst doch entkommen oder sie huntet hier wirklich bis zum Van, ich weiß es nicht. Lass uns mal durch die Kamera gucken, da war gerade was im Orbs, wir haben Orbs, auf jeden Fall, guck mal. So. Das heißt, wir haben zwei Sachen, Gefrierbrand, Geisterorbs. Genau. Also Revenant, Yurei, Hantu, Onryu. Ich kann es dir ganz sagen. Warte mal. Also, guck du mal. Ich gucke nach Revenant, ja. Also Revenant wäre noch Geisterbuch. Was ist noch? Yurei. Yurei wäre noch Dots. Hantu. Hantu wäre noch Fingerabdrücke. Und Onryu. Und Oreo wäre noch Geisterbox. Also EMF kann weg. Also Box, Buch, Fingerabdrücke. Und Dots. Und Dots. Für Dots ist halt eine Kamera gut, da steht ja eh schon eine. War das vielleicht... Ich hab halt so ein... Ich hab doch gesagt, sie ist so komisch an mir vorbeigekrochen, ne? Ja. Das sah aber so... So schnell und so hell aus. So als ob sie gerade durch Dots gelaufen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Man sieht es ja auch so, wenn die durch Dots laufen, ohne dass man durch die Kamera guckt, richtig? Bei manchen. Vielleicht war das Dots. Okay. Das wäre ein was war Dots? Hantu? War ein... Oreo. Oreo. Lass uns trotzdem nochmal Geisterbuch hinpacken. Das, noch eins, meinst du? Genau, und dann nochmal reingucken und ich rede nochmal durch die Geisterbox, dann können wir das ausschließen. Jureis haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand.
Wenn sie den Raum ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Wir haben aber kein Feuerzeug. Ja. Ich würde sagen, wir packen nochmal das Buch hin und ich rede nochmal mit ihm über die Box. Und wenn da nichts kommt, ist wahrscheinlich wirklich Dots. Wenn ein Ort gibt, gibt es keine Dots. Doch, natürlich. Es gibt doch den Geist und da braucht man Dots. Lara! 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 Komm raus! Oh Gott! Hä? Warte mal kurz! Ist das ein Bug? Scheiße! Warte mal, hat sie gerade. Warte. Nicht das Tor berühren. Hat der gerade gehandelt oder war das ein Event? Der hat gehandelt! Aber das Tor ist offen gewesen! Das ist dem doch egal! Das hat auch vorhin schon gebuggt! Das geht doch gar nicht! Oh Gott! Ist das Tor verbuggt? Das war ein Event! Lol. Der hat nicht gehandelt. Guck mal, das war ein Event! Oh Gott, ätzende Scheiße, ey. Oh, bist du hier, du dumme Sau? Sollen wir gehen? Bist du böse? Bist du eine Arschkuh? Bist du böse? Wie alt bist du? Rede mit mir. Vielleicht sollten wir mal Fotos von dem Waschbecken und so machen. Ja. Also Geisterbox ist nichts. Weiß nicht. Ich habe Angst. Diese blöde Sau. Vielleicht gucken wir mal. Fußspuren! Aber Fußspuren. Hast du ein Rad? Nee, warte, ich hol einen. Aber Fußspuren sind ja keine Finger. Ich Fußspuren gelatscht. Nee. Ja, das kann sein. Wir haben. Ja. Fingerabdrücke. Da steht halt Fingerabdrücke. Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Bist du böse? Trick or treat. Hallo? Bist du böse? Boah, das ist echt ätzend mit der, ne? Ah. Oh Gott, ätzend. Ich hab Hunger. Oh nein. Soll ich Mozzarella-Sticks bestellen? Ja. Das finde ich gut. Wie damals, weißt du noch? Die Mozzarella-Sticks. Oh, das war so lecker, das syrische Essen. Oh. Oder dieser geile Wrap, den wir da gegessen haben. Hm. Oh, der war auch so geil. Aber das ist ein Hallo, Geisti? Geisti, bist du böse? Also ich glaube, Geisterbox auf keinen Fall. Geisterbuch hat es auch nichts reingeschrieben. Vielleicht sind es wirklich Gib uns ein Zeichen! Schreib in das Buch! Ja, aber weiß ich nicht. Sollen wir eine zweite Kamera aufstellen? Haben ja, wir nicht, ne? Doch, oder? Ich guck mal. Ansonsten müssen wir einfach ein bisschen gucken. Die handelt auch gar nicht. Was ist denn da los? Also die Leute meinen, wenn Fingerabdrücke dasteht, dann hast du auch den Beweis Fingerabdrücke. Ach, hast du auf dem Foto? Ja, da steht halt Fingerabdrücke. Lol, wir haben Fingerabdrücke! Wo hast du denn hinfotografiert? Ich habe nur die Füße abfotografiert. Ja, dann sind es aber Fingerabdrücke. Okay, dann wäre es ein Handtuch. Lol. Ein Handtuch. Tatsache, Handtuch. Deswegen auch im Bad, das ist der Wasserhahn. Mhm. Stimmt. Bei niedrigeren Temperaturen können sie sich schneller bewegen. Bewegt sich im wärmeren Bereich langsamer. Ja gut. Es dann, ist ein Handtuch. Dann gehen wir jetzt. Ja. Räuchern können wir nämlich eh nicht. Okay. Case closed. Aber da waren Dots, schreibt jemand. Nein. Aber Alter, wenn jetzt jemand trollt. Nein, waren Dots! Ich hatte doch abgebrochen! Ach, kacke. Es waren Dots, es waren Jurai. Aber ich habe trotzdem $105 bekommen. Ich auch. Voll gut, nochmal. Mein ganzer Chat hat mich gerade Dots gerufen. Oh nein!